Raum fehlt. Die Gruppe gibt's dir wieder und. Tada. Spannend, spannend, spannend. Ich bin hier heute wieder bei der Viola und die Viola hat uns ja in den letzten Videos einmal gezeigt, wie cool sie ihre Pflanzen besonders groß und vor allen Dingen die Blätter unfassbar groß kriegt. Und genau deswegen sind wir heute wieder da und schauen uns an, was der Profi heute sagt zum Thema große Blätter. Let's go! Wir kommen direkt mit und du zeigst uns jetzt, was du vorhast. Genau. Und zwar müssten wir, glaube ich, erstmal erklären, so eine Pflanze, die wächst natürlich jetzt bei dir an so einem Moorstab, der befeuchtet ist, wächst da hoch und was passiert dann? Irgendwann ist es zu groß. Irgendwann mal ist es zu groß tatsächlich und wir wollen der Pflanze vor allem Raum geben zum Wachsen. Wir wollen ja eine adulte Pflanze haben und das ist eine der Dinge, die dabei helfen, die Pflanze so groß zu bekommen. Das imitiert quasi die natürlichen Wachstumsbedingungen, die dann auch im Dschungel herrschen. Also diese Pflanze zum Beispiel ist ein Kletterer, ist ein Verrucosum, ist im Gebirge, im Hochgebirge zu finden und klettert dann normalerweise die Bäume empor und wurzelt da auch richtig schön rein. Und dafür benutze ich die Moorstäbe. Zum Thema Moorstäbe kann man auch sehr lange philosophieren. Ich präsentiere heute nur ein einfaches Do-it-yourself-Maßstab, was aber auch die Zwecke erfüllt. Die Pflanze wurzelt da komplett rein. Und jetzt zeige ich einfach, wie ich das mache, also wirklich aus der Praxis. Und lass uns einfach mal damit starten. Sehr gut. Da haben wir nämlich den Kandidat, den wir heute auf jeden Fall schneiden, beziehungsweise genau. Du hast den schon geschnitten und den werden genau. Wir dann jetzt gleich verarzten. Was dann genau passiert, zeigen wir euch jetzt. Das hier ist ein fertiger von dir, ja, ich sag mal, getroppelter. In Handarbeit hergestellter Maßstab. Ja, genau. Was habe ich dafür genommen? Das ist tatsächlich ein Hühnerdraht, kann man so sagen, aus dem Baumarkt. Ja. Handelsüblich zu kriegen. Was brauchst du noch zusätzlich? Du brauchst Kabelbinder und natürlich Moos. Ohne genau. Moos nichts los. Ja, das heißt, du schneidest denn so, dass du das halt ne, von der Größe so genau. haben willst? Genau, ich schneide es so, dass ich ungefähr 6 cm im Durchmesser habe und verbinde es dann entsprechend. Genau, und für die Faulen da draußen, beziehungsweise die es einfach mögen? Die es einfach mögen, gibt es auch eine fantastische Alternative von PlantMe. Ja. Genau, der ist das ist nämlich richtig, richtig cool. Die habe ich auch übrigens schon mal vorgestellt auf meinem YouTube-Kanal. Könnt ihr auch mal genau. gucken, verlinke ich euch oben mal in der Ecke. Zauber. Genau. Genau, das ist natürlich super cool, weil den könnt ihr dann einfach ohne dieses Draht zu nutzen, einfach dann hier euer Moos reinpacken. Genau. Und der Stab wächst dann quasi mit der Pflanze. Ja. Weil das bedeutet, was ist Nachteil von Do-it-yourself-Moosstab? Es ist halt direkt von Anfang an lang. Genau. Ja, weil es ist schwierig, die dann eben entsprechend zu verlängern. Also ich mache das dann tatsächlich ein 90 cm Stab auf einen anderen 90 cm Stab und entsprechend brauchst du auch viel mehr Moos und entsprechend musst du auch öfters mal bewässern, denn dann trocknen auch komplett 90 cm aus. Mhm. Und bei dem hast du eben unschätzbaren Vorteil, das wächst mit der Pflanze. Genau. Und zum ja, ich sag mal, erweitern hat man da auch noch mal Möglichkeiten der automatischen Bewässerung, nenne ich es jetzt mal. Genau. Plus noch mal die Folie, die man da auch noch mal zusätzlich damit reinpacken die nicht ganz so schnell austrocknen. Ja, genau. Und noch mal der Standfuß, den es auch in verschiedenen Variationen gibt. So, das stellen wir dann weg, weil den benutzen wir ja heute genau. nicht. Für die Leute von euch, die Interesse haben an so einem Moorstab, packe ich mal alles Nötige an Informationen in der Videobeschreibung rein, inklusive Link. Und jetzt machen wir auf dieser Seite weiter. Wenn Viola hat hier schon mal die Sachen vorbereitet. Ne? Und genau, das ist jetzt der Rangstab und das kommt noch mal zusätzlich mit in den Topf hier, die Stange, genau. damit das Ganze stabiler einfach ist, richtig? Richtig. Okay, und hier ist eine Umtopfmatte, damit der Boden nicht ganz so sauerig aussieht und hier noch ein bisschen Substrat. Noch ein wichtiger Hinweis, ich habe die Pflanze bereits gestern geschnitten, wie man sieht. Hier ist der Schnitt auf beiden Seiten. Warum macht man das? Wir wollen, dass die Schnittstelle Zeit hat, ein bisschen anzutrocknen, bevor die wieder ins Substrat kommt. Verhindert, dass die Pflanze anfängt zu faulen. Ganz, ganz wichtiger Tipp. Und jetzt trennen wir die beiden Hälften voneinander. So, immer ein bisschen Nervenkitzel dabei, ne? Ja. Ne, weil jetzt, während sie da weitermacht, erkläre ich euch das einmal. Also der Moorstab ist halt hier verbunden. Ne, da oben ist quasi Moorstab, da unten ist Moorstab. Und genau die Verbindung dazwischen wird jetzt gerade getrennt. Und da wurden natürlich, weil ne, die Pflanzen auch voneinander getrennt werden müssen, weil sonst ne, klappt das Ganze ja nicht, kann man dann das obere Teil gleich, wenn das voneinander abgetrennt ist, dann so eigentlich abnehmen
und das untere Teil bleibt dann da. Da muss man halt nur noch mal gucken, wie krass die Wurzeln von dem oberen Teil in das untere Teil gewachsen sind. Und das könnte nochmal, glaube ich, spannend werden. Mal schauen wir mal. Aber das sehen wir ja gleich. Jetzt wird ja auch der Rangstab von dem Stab getrennt, weil sonst kriegen wir das obere Teil ja nicht ab. Und das ist alles ein bisschen fummelig und auch so bedarf ein bisschen an Aufmerksamkeit und Konzentration. So, und wenn das dann alles passiert ist, dann kommt gleich der große Moment in der Hoffnung, dass das klappt. Jetzt muss ich hier noch ein bisschen was schneiden. Ja, sag, wenn ich irgendwo festhalten soll. Ja, im Moment hält noch alles. Ja, noch hält alles. Das wird auf jeden Fall zunehmend wackeliger, aber ist ja gut. Jetzt wird es spannend. Baum fällt. Ups, hier Licht ausgegangen. Ist nicht schlimm. Kannst du bitte kurz halten? Ja. Jetzt musst du halten. So, also jetzt sind alle Verbindungen zwischen dem unteren Teil der Pflanze und dem unteren Teil des Moosstabes getrennt von dem oberen Teil. Und da schauen wir jetzt einmal, ob wir das obere Stück dann entsprechend noch abkriegen. So, hier seht ihr das nochmal. Da ist getrennt, da ist getrennt. Hier von dem Stab ist getrennt. Und die Pflanze auf der anderen Seite auch. So, und ich übergib's dir wieder und... Tada. Spannend, spannend, spannend. Ja, das... So, voilà, wir haben's. Wow. So werde aus einer Pflanze zwei. Zwei. Richtig cool. Jetzt kommt der lustige Part, nicht. Richtig. Definitiv. Ihr fragt euch wahrscheinlich, was mache ich hier mit einer Pinzette? Ganz einfach. Ich möchte versuchen, so viel Moos wie möglich hier aus dem Stab rauszubekommen, denn dieses untere Teil kommt jetzt in Substrat mit rein, sodass die Pflanze nochmal richtig schön reinwurzeln darf. Und wenn zu viel Moos drin bleibt, kann es zu Wurzelfäule führen, besonders bei empfindlichen Pflanzen, so wie Melanocrysum. Bei dem hier wird es nicht ganz so dramatisch sein, also der ist ja recht tolerant gegenüber äußeren Bedingungen, also Overwatering oder mal austrocknen. Die Pflanze überlebt es, aber nichtsdestotrotz versuche ich eben Moos rauszubekommen. Da kommt eben Substrat rein, da kommt das Ganze in den Topf rein und dann sind wir quasi fertig. Und jetzt beginnt der unlustige Part. Ja genau, das ist jetzt natürlich die Arbeit, die man da jetzt wirklich hat. Und zwar das ganze Zeug muss raus, wie sie ja gerade gesagt hat, weil wir... Das Pflänzchen, das ist ja jetzt quasi ein neues Pflänzchen für uns. Und damit dieses Teil dann auch in den Topf kommt oder kann, muss jetzt unten das ganze Zeug raus. Alles, was da im Moos drinsteckt, muss jetzt erstmal raus. In einem guten, handbreiten Bereich, ist das richtig so? Handbreit? Genau, ja. Genau. Also ich gucke, soweit ich komme, ne? Mit den Fingern kommt man nicht ganz so weit rein. Ja. Und wenn die Wurzeln anfangen, Verrucosum hat schon relativ feine Wurzeln. Die Gefahr, die zu beschädigen, ist recht hoch. Ja. Wenn irgendwann mal nicht weitergeht, dann geht es nicht weiter, dann lasse ich den Rest drin, aber ich versuche es eben. Ja. Und dann wird das ganze Teil, machen wir gleich alles zusammen, liebe Leute, hier in den Topf. Und dann hat man quasi eine zweite Pflanze in einem neuen Topf. Die Pflanze muss man sich jetzt so vorstellen, jetzt fragt jeder, ja, da unten sind ja gar keine Wurzeln. Ja, ist nur so halb richtig, weil durch diesen Moosstab sind schon sehr viele Wurzeln im Moos vorhanden. Das heißt, die Pflanze kann sich auch sehr gut versorgen mit den Wurzeln, die sie im Moosstab gebildet hat, weil ich denke mal, Dünger packst du dann auch alles von oben in den, genau, in den Moosstab. Ne? Genau, das heißt, also Moosstab wird ganz normal gedüngt und gewässert. Das ist die Verlängerung des Topfs. Und die Pflanze wurzelt auch komplett hier rein. Und hierbei, bei dieser Methode, merkt die Pflanze gar nicht. Also die erleidet nicht so einen enormen Stress und macht sofort weiter. Ja. Also die Wahrscheinlichkeit oder die Überlebenswahrscheinlichkeit einer Pflanze liegt eigentlich bei 99,5%. Wir gucken uns derweil mal das untere Teil an. Das sieht natürlich jetzt ein bisschen traurig aus, wenn ich mir jetzt diese Pflanze angucke und die vergleiche beispielsweise mal mit dieser hier. Dann sieht man schon einen relativ guten Unterschied. Und so sieht das Ganze jetzt hier unten aus. Und hier kann man gut sehen, hier fängt bereits Wurzelbereich an. Und da traue ich mich einfach nicht, noch weiter mit der Pinzette reinzugehen, denn wie gesagt, Verrucosum hat sehr feine Wurzeln, also da ist noch weiter verzweigtes Wurzelsystem drin. Und mein Ziel ist natürlich hier, so viel wie möglich Wurzel zu erhalten. Das hilft auch der Pflanze auch direkt weiterzumachen. Deswegen wird nur dieser Bereich jetzt mit Substrat gefüllt und der Rest bleibt.
Das ja. kommt so in den Topf rein. Genau. So muss man sich das vorstellen. Okay. Ne? Das also bündig unten rein. Bündig unten rein, das ja. Sorgt nochmal zusätzlich für Stabilität. Mhm, das stimmt. Und da füllst du den aber nicht nur dann bis hier auf, das meine ich, sondern der wird komplett aufgefüllt. Genau. Und das macht auch nichts, dass so ein Blatt da irgendwie noch mit dem Substrat. Nö, wenn ihr irgendwann mal gedenkt zu gehen, dann ist das halt so, aber ich lasse die so lange drin. Ja. Jedes grüne erhaltene Blatt erfüllt auch eine Funktion. Richtig. Und dann packst du jetzt unten in den Stab schon mal das Substrat rein, damit das natürlich da unten kein Hohlraum ergibt, weil das wäre irgendwie doof. In den Topf hast du vorher noch so Meshgitter reingelegt. Genau, damit das Substrat auch nicht direkt rausrieselt aus den Löchern. Ja. Frickelei, Frickelei, Frickelei. Cool wäre natürlich, wenn die genau in der passenden Bodenkasse wären. Das wäre super. Gibt's bald Muttis Erde Online-Shop. Ja. Hinzustellen. Aber die Dinger kannst du jetzt vielleicht noch mal mit der Pinzette verschieben, weißt du? So, jetzt haben wir das ja so. Warte mal, stellen wir mal hier rein. Jetzt nimmst du die Pinzette, dann lupfe ich den Mohrstab so ein bisschen an. Dann kannst du die, weißt du, wie ich meine? Dann kannst du die Meshgitter noch so ein bisschen nach links und rechts zupfen. Ach so. Oder mit dem Finger oder was. Weißt du, wie ich meine? Ja. So, der sieht schon mal sehr gut aus. Perfekt. Muss jetzt halten. Ja. So. So, das war Teil Nummer 1. Will ich loslassen? Probier mal. Hält. Jetzt kommt zusätzlich noch ein Stab dazu. Wofür brauche ich das Ganze? Hier wird gleich nochmal verlängert. Das bedeutet, es kommt noch ein Mohrstab oben drauf, damit die Pflanze auch direkt hier weitermachen kann. Damit das Ganze auch nicht direkt umfällt, kommt eben eine kleine Befestigung dazu. Und dann ist das Ganze auch sehr stabil mit dem Stick. Halt mal so ein bisschen frickelig, dass man auch dann das Gitter erwischt. Ja, genau, das ist das halt, wo ich sage, ja, ist auf jeden Fall richtig cool, dass die Pflanzen so geil wachsen und halt auch mal solche Blätter ausbilden. Aber da gehört natürlich auch viel Arbeit hinter. Das geht nicht einfach so, um solche schönen Blätter zu kriegen. Aber, hatten wir ja vorhin erwähnt, gibt es die Möglichkeit, das auch ein bisschen einfacher zu haben, ne? Mit sowas hier. Kostet aber auch, ne? Ein bisschen mehr dann das als... Das ist richtig, ne? Da sind wir wieder bei den Vor- oder Nachteilen, selbstgemacht oder gekauft. Die selbstgemachte Lösung ist natürlich unschlagbar günstig. Ja, genau. Man hat zwar mehr Arbeit, aber dafür günstiger. Und über die Optik lässt sich natürlich da auch wieder streiten. Definitiv, definitiv. Also das ist nicht die schönste Lösung, gebe ich selber zu. Okay, das ist jetzt auch befestigt, ne? Klippt man die noch alle ab und dann... steht der auch wieder stabil. So. Das kommt jetzt einfach hier dran. Muss natürlich auch immer gerade sein. Ja. Zumindest versuche ich das. Am besten kann man solche Arbeiten auch zu zweit machen. Ja, definitiv. Ich meine, ich könnte ja auch in irgendeiner Form assistieren. Ja, bitte. Danke. Wie oft hast du das im Jahr 2023 gemacht? Circa. Muss jetzt jede Pflanze, die du hier siehst, die auf dem großen Sitz, kannst du davon ausgehen, dass ich das mindestens einmal im Jahr gemacht habe. Also so jede. 7-8 Mal schätzungsweise? Definitiv. Aber in der nächsten Zeit hast du dann auch vor, das weniger oft zu machen, wenn die Lösung hier mit dem Plant-Me-Stab gut funktioniert, ne? Sagen wir mal so, nein. Schneiden werde ich die nach wie vor. Ja. So oft, das hängt ja natürlich nicht Ja gut, nicht schneiden ja. Genau. Ja, schneiden musst du ja. Aber hier hast du ja dann die Möglichkeit, dass dann nicht mehr hier mit der Zange und genau, alles, sondern hier genau, drehst du genau. ja einfach. Einfach abdrehen, einfach so zack. Auf den nächsten Fuß draufpacken und dann hat es fertig. Sich das. Und das, genau, Fuß dran, unten in den Topf, wächst hoch. Und dann nach Belieben wieder hier neue Module draufsetzen. Ne? Ach so, und auch noch eine wichtige Sache, die wir gleich thematisieren. Wie du die Moosstäbe bisher immer bewässert hast. Bei denen hier ist es einfach, da gibt es einfach eine Gießvorrichtung mit dazu, mit einer Schraube, die kann man auf und zu drehen. Aber hier oben, guckt selbst, eine Schraube gibt es da nicht. Ja. Das gucken wir uns gleich auch noch an. Dann haben wir einmal alles durch, genauso wie das Angießen und die grundsätzliche Pflege von deinen Philos und was hier nicht alles rumsteht. Sehr gerne.
So, hier sieht man jetzt einmal, habt ihr in dem ersten Video auch gesehen. Übrigens, falls ihr das erste Video nicht gesehen haben solltet, verlinke ich euch das nochmal am Ende dieses Videos. Und damit das Ganze so schön ästhetisch aussieht, ne, Blatt für Blatt, müssen wir jetzt die ganze Pflanze von drüben, da gehen wir jetzt gleich wieder hin, genauso verbinden, dass das hier alles schön gerade wächst und vor allen Dingen nicht so ausladend ist, weil dann würden hier halt nicht so viele schöne Pflanzen hinpassen. Und das gucken wir uns jetzt an. So, ich nutze dafür ein Klettband. Mhm. Das ist eigentlich richtig cool. Du kannst das hier trennen, eigentlich sogar mit der Hand trennen, brauchst noch nicht meine Schere, auf die gewünschte Größe. Das hält wunderbar zusammen. Kannst du immer wieder verwenden, auseinander machen. Absolut genial, kann ich nur empfehlen. Ja, übrigens alle Sachen, die wir jetzt hier gerade so sehen, versuche ich auch unten in der Videobeschreibung zu verlinken, damit ihr, falls ihr das genauso machen wollt, alles dann nachbestellen könnt. Und genau, dann wird jetzt hier fleißig verbunden. Erklärt habe ich es drüben schon. Und zwar, so sieht das Ganze dann aus. Ja, dann wird das hier quasi festgemacht. Und dann wie so ein Ärmchen, wie eine Marionette hochgezogen. Genau. Damit das Blättchen hier oben wieder hängt und nicht hier, wo es gerade hing. Jetzt hängt das Blättchen nur da unten, dann wird es hochgezogen. Wups. Und zack. So soll es sein. Dann wird da hinten einfach ein Knoten dran gemacht. Ja. Und dann steht das Pflänzchen da. So, ich würde sagen, sehr gute Arbeit, Viola. Hä? Ja, sieht gut aus. Ja, kann man auf jeden Fall machen. Wenn man sich jetzt überlegt, hier die freie Stelle wird dann quasi diese Blattkapsel dann übernehmen, indem die dann ein schönes, großes, neues Blatt ausbildet. So, das kann sich doch auf jeden Fall sehen lassen. Jetzt nochmal ordentlich angießen. Das ist auch mal schön mit den durchsichtigen Töpfen. Ja. Dann sieht man immer so ein bisschen von der Seite. Und vor allem, ich gieße so lange, bis das Wasser unten auch wieder rauskommt. Mhm. Oh, die arme Pflanze, die so viel Gas gegeben hat, die muss jetzt einfach weichen. Aber das Lustige ist, wir haben gerade drüber gesprochen, ich nehme das Ding mit. Ich nehme es mit und werde für euch wieder weiter experimentieren. Zum einen einmal zeigen, wie Moody's Paste daran funktioniert. Und zwar haben wir hier nämlich ein schlafendes Auge. Und das Ganze werde ich dann auch noch versuchen, chop und zu extenden. Das ist nicht ganz so korrekt ausgesprochen, aber ist ja auch egal. Und zwar werde ich hier versuchen, dann mit dem Plant-Mirang-Stab das Ganze dann hier oben weiter wachsen zu lassen. Da kommt das Ding geflogen. Zack. So, voilà. Jetzt bin ich mal gespannt. Wir haben eine neue Pflanze. Sieht auf jeden Fall super schön aus, aber ein bisschen klein. Sieht eine sehr kleine Pflanze. Eine sehr kleine Pflanze. Guckt euch nochmal hier das Blatt an. Oh, ist das schön. Und nicht nur so, sondern hier oben auch. Oh, das sieht so cool aus. Der Stiel, guckt euch das auch mal an. Ja, und ansonsten wieder voll dabei und reif zum Wachsen. Genau. Und der kriegt jetzt noch von mir die letzte Befestigung. Genau. Damit er nicht umkippt. Also bei den ganz großen Maulstäben muss man tatsächlich aufpassen. Je schwerer die werden, je größer die Pflanze, desto kopflastiger wird sie. Ne? Denn so eine Pflanze hat auch entsprechend Gewicht. Da habe ich hier auch so eine Do-it-yourself-Lösung. Funktioniert für mich anwandfrei. Ja, das haben wir ja gerade schon gesehen. Das war super. So, zum Thema, wie bewässere ich meine Maulstäbe? Mit Fläschchen. Wobei, ist ja nicht nur, du, wie du den Maulstab damit bewässerst, du bewässerst ja hinterher 100% nur noch so. Ne? Du gießt halt gar nicht mehr in den Topf, sondern... Nein, ja. Überhaupt nicht. Den Rest erledigt einfach die Schwerkraft für dich. Also du brauchst nur Wasser von oben. Ja. Und dann... Ja, gut, da muss halt jeder für sich selber hinterher herausfinden, wie viel Wasser man braucht, in welchen Abständen und je nach Dicke und Umfang und wie viel Moos quetsche ich da rein. Das kriegt man einfach ganz schnell individuell raus. Ja. Okay, dann zeig mal. Okay. Dann kletterst du jetzt da hoch. Ja, bei der Größe muss ich klettern. Ja. Dann kommt Fläschchen oben drauf. Was heißt bei der Größe? Also, nicht deine Größe, die Größe des Reifstabs. Die Größe, ja, die Größe des Reifstabs. Weil der ist nämlich wirklich auch wieder so 2 Meter, schätze ich mal. Aber dann geht das so rein. Dann geht das so rein. Anhand der Blubbels erkennt man dann auch, da geht Wasser auf jeden Fall raus. Genau. Und dann blubbelt es hier Schwerkraft. So 5 Minuten, 10 Minuten. Dann läuft das hier runter. Und im Regelfall packst du dann da oben auch in das Wasser quasi mit deinem Dünger. Genau. Dann läuft dann einmal hier so runter. Und das ist auch überhaupt kein Problem mit Schimmel oder sonst irgendwie was. Nein. Vor allem, da hast du ja wirklich viel Erfahrung mitgemacht. Ne? Dafür ist es halt auch nochmal wichtig, vielleicht nicht das billigste 0815-Substrat zu nehmen. Richtig. Sondern ne, wegen,
Hier drinnen leben ja dann auch Mikroorganismen, beispielsweise auch Springschwänze und sowas. Und wenn man da schon ein richtig gutes Substrat hat, dann hat man hier sowieso schon ein kleines Mikroleben und die entwickeln sich dann natürlich weiter und können dann hier bei feuchtem Milieu im Rankstab überleben. Ja. Die Springschwänze sind meine besten Freunde. Ja. Okay, und das Ganze bleibt dann im Regelfall hier so 10, 15 Minuten drauf. Und damit hast du deine Pflanze für heute gegossen, indem du dir einfach oben eine Flasche drauf packst. Richtig. Und wenn du jetzt noch mehr Fragen hast zu dieser ganzen Thematik, dann schreib es mal unten in die Kommentare und dann werde ich vielleicht im nächsten Jahr schon wieder zurück sein und mit der Viola die nächste Pflanze umtopfen. Und jetzt guck dir mal dieses Video an, falls du das verpasst hast. Und dieses Video ist auch noch ganz schön.